Hey ja, und ich bin wieder zurück mit The Legend of Zelda Skyward Sword und geiler Grafik. Hier, wie schafft die das, dass dieses Teil rund um die Uhr schwingt? Ich meine, okay, ein, Dings. Link, lass das! Ein Pendel kann ja forever schwingen, aber... Im Ernst, Oma, das sind Haare und wie er mich anguckt. Warum soll der Held sein? Gut, wollen wir doch mal gucken, was, dieses Flammensteckschwert jetzt kann. Lass mich zu Zelda, Mann! Toll, einfach abgeprallt. Link ist scheiße. Oh. Boah, geil. Jetzt fast wie ein Twilight Princess. Nicht das, sondern das Öffnen halt. Saugeil. Tetris. Tetris ist explodiert. Boah. Hey, lauter Cubes. Das hier sieht schön aus. Richtige Position. So, noch 10-mal umgeknickt und... Minecraft. Boah. Tja. Zahnräder aus dem Nichts. Das meine ich wie ein Twilight Princess. Saugeil. Da die drei Flammen. Hey, da war ein weibliches Zeichen. Da schon wieder. Oder ist ein Schlüssel. Boah. Geil, das Portal ist fertig. Geil, es läuft wie so eine Uhr. Das ist fett. Der sitzt da. Oh, das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Link. Bart steht ja ganz cool. Ich bin eben nicht umgefallen. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Okay, durchschreit das Portal. Du bist am Ziel deiner langen Suche. Bei Zelda? Alles klar, Mann. Frau, Oma, schnell rein da. Halt, stopp! Willst mit? Ich halte mal hier die Stellung, Mann. Ja, Pizza aus Vergangenheit, soll ich? Na, das Mittelchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt und dann muss ihm ja jemand eine Abreibung wegpassen. Eigentlich ist das scheißegal, denn wenn ich aus der Vergangenheit wieder genau hier hinkomme, dann ist ja dann nichts passiert. Darauf muss ich mich vorbereiten. Und wer soll sich sonst um das Mittelchen kümmern? Außerdem... habe ich keine frischen Windeln dabei. Scheiße. Nix. Ich will Zelda nicht vollstinken damit. Vollstinken. Oh, Bardo. Armer verliebter Trottel. Sie ist mein Schatz. Grüß Zelda von mir, Link. Gib ihr eine Brofist. Da weiß die alte Keule Bescheid. Bardo. Jetzt ist er voll lieb. Alles klar, Mann. Halt, wie soll ich sie grüßen? Ich kann nicht reden. Das ist ja eine Verarschung an sich. So. Aufmachen ihr jetzt. Mach mal hin. Berühren. Boah, geil. Boah, das ist eins von diesen optischen Täuschungen. Nicht hinsehen. Mann, das sieht doch mal epic aus, wa? Rein da! Und ab in die Vergangenheit. In meinem Zimmer steht auch so ein Portal rum. So. Gute Impa. Du hast mir was zu sagen. Hey! Hey! Du bist hier endlich, Link. Ich habe auf dich gewartet. Wie denn, wenn ich gerade in die Zeit gekommen bin? Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist. Doch, ich werde dich aufklären. Oh, Dr. Sommer. Dies ist der Hylia-Tempel. In deiner Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lange ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist Indas.
Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen. Ach, indessen wahrscheinlich. Seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Wow. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dorthin. Warte, du siehst hier, also jetzt in der Vergangenheit, so aus wie in meiner Gegenwart. Also bist du, wenn du hier Gegenwart bist, in die Zukunft gereist. Arschloch. Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Oprah Winfrey? Oprah! natürlich Zelda. Nein, Link macht sowas nicht für Oprah. Oh. Endlich bist du hier, Link. Du hast einen langen Weg hinter dir. Oh mein Gott, endlich ist sie da. Und sie wird nicht wegrennen. Oh, Zelda. Oh, die Musik. Imp hat dir sicher schon gesagt, wo wir sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter der Verwüstung des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenhort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, all seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Der Todbringer entfesselt seine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. Ja, klingt nach einem plausiblen Plan. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. Ja, gute Idee. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Vollhorst. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen. Man wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Und er hat keine Wunden, oder was? Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Sie nahm jeden zweiten Dienstag an Kung-Fu-Kursen teil. Was? Heilige Scheiße! Fliegemunds. Zuerst schuf sie Fei. Das war ein Riesenfehler. Also, diese. Oh, die ist bescheuert. Den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgaben leiten soll. Leiten? Was leitet die denn? Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft auf und ihren unsterblichen Körper. Du hast es sicher schon verstanden, Link. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Mann, Baby, wir sind sowas von für bestimmt füreinander und die soll nicht stalken. Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Geharims Wirbel ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun musste. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. Oh, wie freundlich. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Bäh, bäh, bäh. Oh, schöne Augen. Link, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen. Daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Oh. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Habe ich doch schon zweimal gemacht jetzt. Ich werde nun hier in dieser Zeit das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Oh, was? Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe. Ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Wie findest du eigentlich meine Ohrringe?
Hör mir doch mal zu! Die Göttin hat ihr Fei und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Link. Tja, eins davon kann man, das ist, das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit deinem Schwert bereits in zwei Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich ihr gar nicht genug danken, Link. Und wie will dir das jetzt wissen, wenn die ganze Zeit hier chillt? Ja, ja. Was ist das gerade? Oh mein Gott, er kann es gar nicht glauben, wie er da steht. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Link, du wirst ja ganz bleich. Weisheit durch das Lösen von Rätseln. Kraft durch zahlreiche Kämpfe. Mut durch das Bestehen der Prüfungen. Der Göttin. Naja, du bist ja gut. Sieh dich an. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce zu führen. Oh! Krieg ich jetzt das Triforce oder was? High five, Digga. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen, hast es bis hierher geschafft, du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Und vorher ging das nicht, oder was? Oh mein Gott, jetzt der epischste Moment im ganzen Spiel. Dieses leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so zieh nun dein Schwert, Link. So epic! Transformieren! Oh, geil! Durch den Segen der Göttin hat das Masterschwert endlich seine wahre Gestalt erhalten. Oh mein Gott, geil! Und jetzt sieht es auch so aus wie in Ocarina of Time. Nur geiler. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Und nur du kannst es führen, Link. Ja, ein echter Führer halt. Die Haare wirbeln voll rum. Link, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Jo, was war das wieder? Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie es selbst nicht nutzen können. Wie bescheuert sind die eigentlich? Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Das ist diskriminierend. Ja, so muss es gewesen sein. Julia benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Ja, wer hat das gedacht, hä? Ich mit meinem roten Vögelchen hier. Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Julia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, auch ohne nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt, du Schlampe. Oh, Zelda, wie kannst du nur? Link, es tut mir leid, dass ich dich in all dies verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Ich habe in meine Lesben ein paar... Was? Lesbisch? Link, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Oh, nein, Zelda! Warte! Warum stehe ich auch immer so weit weg? Die Geräusche. Link, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin stets seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen muss, weil du so lange geschlafen hast?
Wirst du dieses Mal mich aufwecken, Link? Verlass dich auf mich, das werde ich verspreche es dir. Es ist alles so optimistisch. Ich verspreche es dir. Oh. Es ist so verdammt hell! Ahornsirup. Oh, Baumharz. Nein, sie ist nur ein Bernstein. Sogar als Bernstein ist sie wunderhübsch. So, jetzt konnte ich nichts mehr mit ihr anfangen. Epic. What the? Party time! Nein. Die Uhr im Hintergrund, eher gesagt das Portal. Tja, Impa, wat nu, wat nu? Tja. Das war doch mal ein paar Leute. Tja, Zelda. Was ist hier los? Erklär mir den Rest. Hm. Ihr habt euch verabschiedet, ha? Huh? Finde das Triforce, so wie du es Zelda versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Was gibt's denn hier auch zu beschützen? Hier ist ja nichts los in der Bude. Kann ich mal ganz kurz? Wäre sehr freundlich. Ah, da. Nur kurz. Danke. Ah, erstmal lang wieder hier. Oh, gesessen wie ein König. Samt weicher Arsch. So. Ich bin in den Part und dann geht's wieder zurück in unsere Zeit. Tschüss.